Guck mal, der alte Broll. Ich tippe auf Luis. Wer so rumprollt, das kann nur Luis sein. Also wer so am Rumprollen ist, hat einen kleinen Penis. Alles klar, Michel. Treffen wir uns gleich an der Tankstelle? Ja, Nasvi und ich fahren uns noch schnell umziehen. Hey, was geht? Hey, was geht? Heute ist die Bank dran übrigens, ah? Ja, sieh, denn nur deswegen bin ich hier. Was für eine Bank? Ach so, dann machen wir heute keine Bank. Okay. Dann machen wir die erst, wenn er wieder im Bett ist. Halt die Fresse, ich will den Bank austrauben. Hau rein, bitte. Ja, Jungs, wir haben aber eine Sache nicht bedacht. Jetzt kommt's. Was denn, wenn die Bullen durch den Lüftungsschacht klettern? Scheiße. Hä? Und wenn die sich dann im gleichen Outfit unter uns jubeln, haben wir die direkt schon, ne? Sieh, dann können außerdem die fangen direkt wir ja auch erkennen. Den Funk ab. Sieh. So, wer kennt die Serie nicht? Ich. Geht euch schämen, ohne Witz. Richtig. Ja, ihr habt voll was verpasst im Leben. Das ist... Wieso? Allgemeinwissen. Das ich hab den Plan, ohne den Film zu kennen. Ihr braucht das nach heute auch nicht mehr gucken. Ne, wir spielen halt jetzt 1:1 nach. Krass. Alles klar. Ich sehe uns schon 1:1 alle im State Prison sitzen. Möglicherweise. Nein, so gibt das Ende der Serie das aber nicht her. Alter, hör mal auf. Du bist so asozial, ne? Wie ist das Ende der Serie? Hey! Ne, das sage ich dir jetzt bestimmt nicht. Womit fahren wir jetzt? Wir brauchen nicht fahren, wir wohnen da erstmal eine Weile drin. Achso, okay. Alles klar, sind wir noch mehr Leute, oder? Also machen wir die Geiselnahme dann erst in einem Monat, oder was? Ne, die Geiseln wohnen mit uns da drin. Wir müssen jetzt erstmal gerade lernen, wie wir mit gewissen Situationen umgehen. Und wir brauchen kleine Tutchen mit Gehirn drin. Genau, da ich ja der Professor bin, muss ich euch jetzt unterrichten. Also fangen wir jetzt gleich mit der ersten Unterrichtsstunde an. Okay. Ich setz mich mal. Müssen wir nicht zu einem geheimen Haus oder so? Ja? Erste Lektion. Wenn die Cops kommen, alle direkt brüllen, verpisst euch oder wir schießen euch in den Kopf. Das ist das Wichtigste, was ihr euch alle merken müsst. Okay, das habe ich schon gelernt. Gut. Okay, aber was, wenn die uns kratzen und sicher, wir dann auch ein Zombie sind? Sicher, dass die Serie Haus des Geldes und nicht True Bloods heißt? Das boah, ich geh mal da an die Tankstelle gucken, ob die Eis da haben. Hallo, Alter, Frau De La Rosa. Hallo. Shotgun. Das war's schon. Ich wünsche einen angenehmen Dienst. Also, alle haben ein Outfit. Ja. Alle haben ihre Pumpgun ins Auto gelegt, wir nehmen nur 50er mit. Ja. Die hab ich noch nicht. Ja, dann tu das. Dann hättest du schon seit 10 Minuten machen können. So. Alle anderen sind jetzt auch schon da. Ja. Wir müssen noch die Zweierteams machen und dann geht's los. Ja. Dann mach das. Louis, New York. Miguel, Berlin. Priest. London. Dennis. Keine Ahnung. Boah. Dann bist du jetzt... Amsterdam. Oder Oberhausen. Was? Ich krieg dir gleich Oberhausen, Junge. Okay, ich bin Oberhausen. Nee. Ja, ist egal. Du hast zumindest den passenden Frisur für Oberhausen. Wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, ist jeder von euch ein Geisel. Aber das bedeutet nicht, dass wir euch schlecht behandeln müssen oder sonst irgendwas. Seht das einfach wie ein kleiner Film, der hier heute gespielt wird. Nur, dass ihr vielleicht nicht unbedingt die besten Rolle habt. Aber eigentlich braucht ihr gar keine Angst zu haben. Denn rein theoretisch, wenn alles nach Plan läuft, kommen wir alle dort schneller wieder raus, wie wir denken. Wir kriegen einen Haufen Geld und jeder kann dem nachgehen, dem er heute nachgehen wollte. Nur, dass ihr um 1000 Dollar und einer 50er Kaliber reicher seid, ist doch eigentlich was Gutes, oder nicht? Wenn es nicht nach Plan läuft, sterbt ihr alle. Das ist richtig. Aber da gehen wir mal nicht von aus. Außer Berlin, alle super nett von kommen. So. Ja, das sind halt nur zwei Sitzer, ne? Dreimal dann, am Tag werden die Entführungen. Ja, und einige Sitze haben wir einmal in die Karren, Herr was? Wer wird dreimal am Tag entführt? Nee, schon gut. Ja, da kennst du dich aus. Ja, komm. Bist du dreimal am Tag entführt worden? In die Karren rein, mit wo ihr gekommen seid. Und auf geht's. Ich hab die Maske gefragt. Masken auf? Masken auf. Nee, aber anders in meinem Kollegenkreis höre ich jeden Tag, dass irgendjemand entführt wird. So, die wollen ihre Arbeit nachgehen und werden jedes Mal irgendwo eingesagt. Und jetzt bist du traurig, oder was? Berlin, komm. Ja, vielleicht würde man selber doch wirklich kein Zivilist mehr sein und sich irgendwo anschließen. Bitte was nochmal? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ich sagte, dann sollte man vielleicht auch selber in eine Gang oder so beitreten, anstatt Zivilist zu bleiben. Du bist ja ein ganz schönes Mädchen, Alter. Ja. Steig in die Karre, wo du herkommst, oder ich poliere die Fresse.
Ihr werdet begeistert sein. Ich kann es mir gerade so ein bisschen denken. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich glaube, das wird kein Film. Aussteigen! So, dann einmal alle raus. Und wehe, geil, Digga. Und wehe, ihr kommt auf die Idee, die 50er Kalibers, die wir euch geschenkt haben, irgendwann mal gegen uns zu benutzen. Was brauchst du? Was zu trinken? Wir wissen noch gar nicht, wer ihr seid. Das ist richtig. Hast du gut erkannt. Ja, für dich Reise zu stellen. New York? Ja. Sollen wir starten? Ja, wir starten jetzt. Die Polizei steht da vorne mit dem Streifenwagen. Ja, beruhig dich, haben wir schon gesehen, komm runter. Wo ist denn die? Da vorne an der Garage, die sind gerade hinter mir hergelaufen, die wollten natürlich die Maske abziehen. Habe ich gefragt, warum ihr das Vermummungsverbot? Habe ich gesagt, okay, haut rein und weggerannt. Beruhig dich. Die stehen an der Garage gerade? Ja. Okay, pass auf. Dann drei Polizisten oder so. Ja, dann gehe ich mich mit denen unterhalten, die werden mich nicht festnehmen. Weil ja, wieso? Polizisten wir fangen waren doch jetzt an, ja, oder nicht? Ja, dann sage ich denen, dass das startet. Heißt doch drauf, die kommen gleich direkt hier rüber. Die kommen sowieso gleich hier rüber. Du musst aufpassen, da ist den blauhaarige Grantige bei. Ich gehe jetzt an den Schalter da vorne und guck, dass ich irgendwas mache und eventuell löst er dann der Alarm auf. Ja, guck mal, dann geht mal alle dahin und macht mal all die Dinger gleichzeitig. Okay. Alle dran? Mhm. Ja. Ja. Was ist hier los? Also erstmal, ich bin Frau Theiler, LSPD, das ist mein Kollege Stark. Grüß dich, Frau Theiler. Mein Name ist Berlin. Guten Tag. Das ist mein Kollege New York. Hallo. Okay, Berlin und New York. Sí. Mhm. Okay. Was kann man für Sie tun? Was ist hier los? Wollen Sie mich mal aufklären? Sie können gar nichts für uns tun. Sie können einfach wieder nach Hause fahren. Ja, nee, das funktioniert nicht, wenn die Bank hier einen Großalarm auslöst. Ach so. Ja gut. Ja. Das ist, also möglicherweise lassen Sie mich erklären, was hier passiert. Frau Theiler war der Name, ne? Theiler, genau. Okay, Frau Theiler. Es ist so, wir sind ein paar Leute, die das, was sich in dieser Bank befindet, glaube ich, dringender gebrauchen können, wie die Bank selber. Okay. Deswegen geben Sie uns einfach ein kleines bisschen Zeit. Wir nehmen das, was in der Bank ist. Da sind jetzt aber keine Mitarbeiter mehr drin oder so. In der Bank? Ja. No, es sind keine Mitarbeiter mehr drin. Die haben heute frei. Deswegen haben wir das als einen großartigen Tag für dieses Spektakel empfunden. Dadurch, dass da heute irgendwie, ich weiß nicht, nationaler Feiertag, was weiß ich, Bankfeiertag. Ich habe keine Ahnung. Den Geldautomaten funktionieren alle, aber die Mitarbeiter sind nicht da drin. Okay, das heißt, in der Bank befinden sich gerade nur Ihre Leute. Das ist nicht ganz richtig. Ja, dann bringen Sie mich mal auf den richtigen. Also, in der Bank befinden sich Leute von uns. Ja. Und Leute, die Sie gerne hätten. Leute, die wir gerne hätten. Sie. Mhm. Also Leute, die da unfreiwillig drin sind. Das ist richtig. Okay, was können wir denn dafür tun, dass wir diese Leute bekommen? Also, es gibt zwei Sachen, auf die es hier nur ankommt. Wir brauchen ein kleines bisschen Zeit, um unsere Koffer mit dem Geld der Bank zu füllen. Und aber das Gute für Sie ist, dass auch Sie ein kleines bisschen Zeit haben. Denn wir wollen von Ihnen als Polizei, deren finanzielle Mittel ja jetzt nicht gerade gering sind, ach so, hätten wir gerne 70.000 Dollar. Und alle unfreiwilligen Personen von hier werden in ihre Hände übergeben. Okay, also hier draußen befinden sich gerade auch nicht nur Täter, sondern auch Geiseln. Das ist richtig. Okay, ich verstehe das Prinzip. Ja gut, also, wie Sie ja selbst schon gesagt haben, muss aber ich das... Aber warten Sie doch mal, Frau Theiler. Ja. Aber das soll aber keine Beleidigung jetzt gegen uns über sein, oder? Dass Sie nur mit einem Polizeiwagen hier sind. Wo sind denn die anderen? Nee, die Sache ist, wir waren gerade um die Ecke, wir haben hier nur einen Alarm bekommen und dann hieß es erstmal erkunden, was hier überhaupt Sache ist. Wir haben jetzt ein Problem. Erstmal eine Frage... Also ich würde sagen, Sie haben das Problem, wir weniger. Ja, das... ja. Die erste Frage ist mal, wie viel Zeit brauchen Sie? Ja... Damit wir schon mal wenigstens grob einen Zeitplan haben. Also bis die Taschen voll sind, sag mal. Ja. Stunde, zwei. Wie lange brauchen Sie denn, um den 70.000 Dollar aufzutreiben? Ich würde vorschlagen, wir dann zu dem zweiten. Wir beeilen uns halt einfach ein bisschen und Sie beeilen sich einfach ein bisschen und dann sind wir alle heute früher im Feierabend, als wir gerade denken. Wollen Sie, ich mache Ihnen ein Angebot, Frau Theiler. Ja. Sie wollen die Geiseln sehen, ja?
Ja, das ist so korrekt. Kommen Sie doch mit rein. Nein, das wird nicht passieren. Dann können Sie sich die Geiseln allerdings angucken. Ja, allerdings kann ich mir die Geiseln dann wahrscheinlich länger angucken, als mir lieb ist. Also, Frau Theiler. Glaube ich nicht. Ich bin ja nicht, also, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Wahrscheinlich können Sie sich das nicht vorstellen. Aber ich bin ein bisschen vertraut mit dem Grundsatz der Polizei und was das Geiselnahmen angeht. Nun ist es so, dass mir durchaus bewusst ist, dass wenn einer von uns dem Verhandlungspartner etwas antun würde, die Verhandlungen damit für den Polizier als gescheitert gelten. Ja, das ist so korrekt. Und dadurch, dass wir nicht aufs Spiel setzen wollen, dass den Verhandlungen als gescheitert gelten, sondern wir natürlich über die Summe mit Ihnen verhandeln möchten und möchten, dass das hier gut ausgeht, werden wir selbstverständlich Ihnen auf keinen Fall etwas antun. Mhm. Das heißt, ich bleibe hier draußen und keiner von uns geht rein. Okay, dann töten wir jetzt erstmal den ersten Geisel. Moment kurz. Ja, nee, bitte nicht. Warten Sie kurz. Was, wieso? Nein, Sie töten niemanden. Wir finden einen Weg, das zu lösen. Ja, entweder oder, ganz einfach. Glauben Sie, dass Sie jetzt den Wunschkonzert sehen? Sie, wie viel wir Ihnen entgegenkommen? So, ich habe gerade nochmal mit einer Einsatzleitung gesprochen. Mhm. Meine Einsatzleitung lehnt diesen Deal weiterhin ab. Jungs, eine Geisel nach hier draußen, der erste stirbt. Die Polizisten sind nicht bereit, hier reinzukommen und sich die Geiseln anzugucken. Erzähl doch mal, liebe Bürger, was die Polizei hier von euch hält. Dann geben wir Ihnen jetzt hier... Zur Info an die Einsatzleitung, eine Geisel wurde gerade hinausgeführt, soll sich hinknien. Das Ganze scheint hier gerade in Richtung Hinrichtung zu laufen. Dann werden wir jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, uns ein Gegenangebot zu machen, wie Sie sich das vorstellen. Ansonsten können Sie live dabei zusehen, wie dieser Typ keinen Kopf mehr hat. Oder Sie kommen natürlich mit rein und schauen sich die Geiseln an. Wen haben wir denn jetzt hier überhaupt? Der Herr beschütze mich, der Herr behüte mich. Den Pfarrer. Keine Angst, dir wird nichts passieren. Kein Schiss, hoffentlich. Dir passiert nichts, Mann. Die Herren. Wie sieht's aus? Ja, ich habe jetzt nochmal mit einer Einsatzleitung gesprochen. Wie gesagt, reingehen kriegen wir absolut nicht hin. Bitte. Wenn Sie hier eine Geisel erschießen, muss ich Ihnen sagen, das wissen Sie, dann das kann nicht gut ausgehen für keinen von uns. Für Sie wird das nicht gut ausgehen. Es wird für niemanden gut ausgehen. Und, für Sie bestimmt nicht. Also wir haben die Beute von der Bank. Ansonsten... Halleluja, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bin ich hier gleich weg und dann sind die Verhandlungen zu Ende. Dann ist die Verhandlung zu Ende. Wir behalten die Beute von der Bank. Ich gebe Ihnen nur die Möglichkeit, die Geiseln hier lebend rauszukriegen. Ich habe es ja gerade mit meiner Einsatzleitung so besprochen. Die Einsatzleitung hat gesagt, nein, ich gehe da nicht gut, rein. Gut, was stellt die Einsatzleitung sich denn vor? Gut. Wie oft soll ich das denn noch fragen? Ja, gesagt, ich habe Ihnen jetzt dreimal gesagt, machen Sie ein Gegenangebot. Sonst beenden wir hier gleich die Verhandlung. Dann können Sie sich verpissen, wir erschießen die Geiseln und hauen mit der Beute ab. Wenn es das ist, was Sie wollen, können wir auch andere Seiten aufziehen. Geisel, also aufstehen. Machen Sie jetzt einen Gegenvorschlag oder verpissen Sie sich. Die Einsatzleitung hat gerade eben gesagt, dass wir die Geiseln mitkommen. Gerne hier vor der Tür einmal. Gut, wird nicht passieren. Sie haben welche schon gesehen. Wenn Sie alle sehen wollen, müssen Sie reinkommen. Ganz einfach. Ihr stellt euch alle einmal mit dem Gesicht zu der Wand hier vorne an die Hauswand ran. Einer von euch wird gleich ein freier Mann sein. Da sehen Sie. Gut, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Also, wie bitte? Spiel mal Ene Mene Mu und such dir einen aus. Die Person in der Mitte. Gut, in der Mitte einmal vortreten. Du, komm mal mit. Ja. Du einmal zu mir. Warte. Hier vorne. Das ist alles so verwirrend. So. Du wurdest auserwählt von Frau Taylor. Bist du freiwillig hier? Du kannst jetzt die Wahrheit sagen. Nein. Bist du ein Geisel? Ja. Okay, pass auf. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Sag mir, wenn ihr das anders seht. Die denken, die haben gleich die Hälfte der Geiselnahme geschafft. Die werden sich was überlegen, wie die uns ficken können. Mhm. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir sagen, wir wollen 40.000 für die Hälfte der Geiseln. Die kriegt die Hälfte der Geisels. Dann holen wir alle anderen hier runter. Allesamt. Dann nehmen wir die 40.000 und wir teilen uns auf und rennen in alle Richtungen. Bis die merken, dass wir hier
weg sind. Die werden sich erst bereit machen, wenn die denken, die Geiselnahme neigt sich dem Ende. Aber wenn die denken, das noch in der Mitte, haben wir den 40.000 plus das aus den Automaten und sind weg. Das ist halt, wenn wir das jetzt so machen, dann geben wir nach. Wir sind normalerweise diejenigen, die jetzt gerade in der, ne, stehen. Ja, nur die müssen die, unseren Forderungen nachkommen. Die lassen lieber die Geiseln sterben, anstatt dem nachzukommen. Ja, und das finde ich schon recht traurig. Ja, aber ich meine, dann müssen wir den Besten draus machen jetzt. So. Ja. $40.000 jetzt hierhin. Okay, für? Dafür kriegst du den Hälfte von den Geiseln. Okay, ich gebe das so weiter. 5 Minuten ist das Geld hier. Okay, gebe ich so weiter. Folgendermaßen sieht das jetzt gleich aus. Ihr setzt auch eure Masken wieder auf. Und wir treffen uns alle, ausnahmslos, wir sowie den Geisels, unten in dem Vorraum. Sobald wir die Kohle haben, werdet ihr alle auf ein Zeichen. Das Zeichen heißt Buttermilch. Sobald ich Buttermilch schreie, rennt ihr aus der Bank raus, jeder in eine andere Richtung. Sobald ihr den Codewort hört, sieht hier aus wie ein Krieg, wenn alle laufen. Keiner bleibt in der Bank, alle rennen in andere Richtungen. Lauft zickzack, lasst euch nicht tasern, denkt dran, ihr habt eine 50er Kaliber. Die werden euch dafür bestrafen, egal was ihr denen erzählt. Okay. Und die Knarre ist auch weg, die ist viel wert, ihr solltet die lieber behalten. So, wie sieht's mit dem Geld aus? Wie gesagt, das Geld wurde gerade organisiert, ist auf dem Weg hierhin. Wir hatten Glück, dass wir da nicht durch den halben Staat verfahren mussten. Super. Also, wir haben das Geld komplett zusammen jetzt. Den 70.000. Richtig. Gut, aber Sie haben gesagt, wir haben gesagt 40, danach behandeln wir weiter. Ja, jetzt hat meine Einsatzleitung gerade bestätigt, dass wir die ganzen 70 für alle Geiseln quasi hier haben. Gut, dann gibst du mir 70, dann kriegst du alle Geiseln und dann gehen wir nach Hause. Ja, klingt dann nach einem guten Plan. Ja. Dann wird gleich wahrscheinlich kurz ein Kollege hier hinkommen, das Geld übergeben, damit wir das dann Ihnen übergeben können. Nimmst du das in Empfang, New York? Mhm. Die werden nicht, ich denke mal, ich kann Ihren Plan schon so ein bisschen ausdenken, ja? Wir geben Ihnen jetzt gleich die Geiseln, Sie geben uns das Geld, dann macht ihr einen Zugriff. Aus diesem Grund haben wir noch einen Ersatzplan. Vielleicht irgendwo hier in der Stadt stehen noch weitere 5 Leute, die vielleicht noch 2-3 Geiseln dazu haben. Sollten wir uns also nicht um 22 Uhr bei diesen Leuten melden, können Sie sich denken, was passiert, oder? Sie wissen, dass das ein Bluff ist. Ja, auch das werde ich so an die Einsatzleitung weitergeben. Ich kann Sie beruhigen, bisher ist mir von keinem derartigen Plan bekannt. Sobald wir die Kohle haben, gehen wir nochmal rein und geben denen drinnen das Kommando, damit die nicht wissen, wer gerade mit dem Geld rumläuft. Und dann lassen wir alle drinnen nochmal wursteln. Mhm. Damit die auch nicht mehr wissen, wer jetzt von wem irgendwie was ist. Genau. Das ist halt nur doof, wenn ich erwischt werde, ne, dann ist die Kohle weg. Ja, das ist richtig. Scheiß auf das Risiko halt einfach. Ich sag kurz den anderen Bescheid. So, aber wir haben ja den Backup-Plan. Aufpassen, es geht bald los, aber ich schreie nicht von draußen, sondern ich komme dann nochmal rein, wisst ihr? Es gibt jetzt gleich den Geldübergabe. Ich komme dann rein, damit die auch nicht wissen, wer den Geld hat. Und dann drehen wir alle raus in alle verschiedene Richtungen. Sind gerade alle hier? Ja. Hier sind jetzt das können mich gerade auch alle Geiseln hören. Ja. Ja, ja, ja. Also, die Polizisten haben gerade von uns noch gesagt bekommen, wenn wir jetzt gleich das Geld haben, dürfen alle gehen. Dann habe ich aber gesagt, wir sind ja nicht dumm, weil danach kommt ein Zugriff. Wir haben noch weitere Leute mit weiteren Geiseln hier in der Stadt irgendwo stehen. Sollten wir uns bei diesen Leuten nicht bis 22 Uhr gemeldet haben, können die Polizisten sich denken, und auch ihr, liebe Geiseln, könnt euch denken, was mit diesen passieren wird. Alle verstanden? Ja. Ja. Unsere Jungs auch alle verstanden? Jo. Ja. Das ist das Druckmittel, falls einer von uns gefasst wird. CCSA. Gut, dann, ihr wartet, bis ich reinkomme und das Kommando gebe. Wir nehmen die Kohle und dann jeder, ne, wirklich, die Beine in die Hand und rennt. Rennt. Irgendwohin. Ich danke für Ihre Kooperation und wünsche viel Spaß mit Ihren Geschenken. Die nervosen Finger sind alle beruhigt. So, ich habe jetzt das Geld für Sie. Ja, bleibt hier stehen. Na, spitze. Komplett, die kompletten 70.000. Gut. Ja, ich nehme das nicht entgegen. New York nimmt das entgegen. Dann geben wir denen den Gas hin und dann gehen wir nach Hause.
Können wir das so machen? Erst 35, dann die Geiseln hier draußen, dann 35 und dann kommen die Geiseln zu uns. 70 für Geiseln. Anderes gehen wir nicht ein. Ich. Okay. Super. Bitte sehr. Super. Dann hätte ich jetzt gerne die Geiseln. Selbstverständlich. Ja. Einen Moment. Drin Bescheid sagen. Flucht. Oh, jetzt gleich. Musste das Risiko reinlaufen und wieder zurückkommen. Okay, steht noch einer an der, alle mal, noch einer an der Ecke. Alle mal hier ein bisschen links, rechts gehen und so weiter. Ich gebe nochmal alle ein bisschen Fleisch. Ein bisschen mischen. Und dann Buttermilch, Freunde. Okay. Buttermilch. Und los. Buttermilch, let's go. Los. Funktioniert, Alter. Der Buttermilch. Ja, Mann, ich glaube auch. Die haben noch nie so viele Affen in ihrem Leben gesehen. Da kannst du mal rausgehen, Alter. Oh, okay, wir haben sogar noch voll 70.000 bekommen. Ja. Ja, und die haben alle Geiseln frei, also der Deal ist eingehalten. Ja. 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 Hat alles funktioniert, Mann? Plan Buttermilch war erfolgreich. Ja, komm schon, jetzt gleich, okay.